Ja, mega cool auf jeden Fall. Ich bin rein durch Zufall wieder auf dieses Unternehmen gekommen und habe dort einfach meine Finger nicht stillhalten können und habe es kaufen müssen. Wieso, weshalb, warum und wie ich vor allem da drauf gekommen bin, erfährst du gleich. Das Unternehmen selbst habe ich eigentlich tatsächlich im Mai verkauft gehabt mit gut oder so roundabout 50% plus, was extremst gut war. Und ja, das war so bei 30 Euro gestanden und jetzt habe ich es für 18 Euro wieder gekauft. Ja, komm, lange Rede, kurze Story. Schau mal am PC ran. Und wenn du neu bist auf meinem Kanal, gerne auf jeden Fall gleich mal ein Abo dalassen. An dieser Stelle schöne Grüße gehen raus an Thomas, den Sparkojoten. Schöne Grüße in die Schweiz und schöne Grüße nach Amerika zum Tim Schäfer. Tim Schäfer hat nämlich in diesem Video bzw. Livestream berichtet, dass er das Unternehmen gekauft hat. Und ich bin so da geguckt, so was? Wie kommt jetzt Tim Schäfer, mein, wir kennen ihn alle, auf so ein Unternehmen? Und haben wir sofort den Chart nebenbei aufgemacht gehabt, habe so gewundert, so, what? Was ist da passiert? Und dann habe ich natürlich gleich die ganzen News anschauen müssen. Und die möchte ich dir ganz kurz erzählen, bevor wir uns dann wirklich die Verschuldungsgrad kurz anschauen, wie das Dynamik die nächsten Jahre aussieht und wieso ich eigentlich tatsächlich gekauft habe. Also erstmal ist aktuell ein Sommerloch für dieses Unternehmen. Dadurch sind die Abonnentenzahlen um 1,9% zurückgegangen. Das Wachstum Dynamik Online hat sich verlangsamt. Ja, es gab zusätzlich noch im letzten Quartal eine vorzeitige Belastung. Deswegen ist, glaube ich, auch der Aktienkurs ein bisschen unter die Räder gekommen. Und zwar die Schuldentilgung möchten sie aktiv eben vorantreiben. Die ausstehenden Aktien sind leider gestiegen um 1,9%, was natürlich auch extremst negativ ist. Und dadurch geht natürlich auch der Gewinn pro Aktie zurück. Aktuell wird erwartet zu 1,1 bis 1,25 US-Dollar und das Unternehmen ist 1936 gegründet worden. Ja, wie gesagt, nochmal schöne Grüße raus an Tim Schäfer und an Thomas, den Sparkojoten. Der Livestream war Bombe, also muss ich echt so sagen. Also wenn ihr die beiden noch nicht gesehen habt, einfach mal vorbeischauen und auch ihnen ein Abo dalassen. Verlinke ich euch oben auf jeden Fall mal gleich in der Infobox. Als erstes müssen wir uns natürlich die Nettoverschuldung anschauen. Und du siehst es, im Jahr 2018 war sie noch bei 1,5 Milliarden US-Dollar, was natürlich extremst hoch ist, was wir hier bei dem EBITDA an Verschuldungsgrad sehen. So ist der in diesem Jahr noch bei 1,3 Milliarden US-Dollar, ging leider noch mal ein bisschen höher. Aber, und das ist jetzt das, was mir extremst gut gefällt, die Verschuldung soll in diesem Jahr, ist ja schon extremst abgebaut worden, aber auch die Jahre hinweg sehr stark reduziert werden. Und der Free Cashflow, der soll gesteigert werden, was natürlich für uns Aktionären gut ist. Negativ muss man einfach festhalten, die ausstehenden Aktien sind um 1,9% gesteigert worden. Ja, zum Umsatz selbst vom Jahr 2018 bis ins Jahr 2021 ist der Umsatz einfach zurückgegangen. Die haben ihr Offline-Business quasi online jetzt präsentieren müssen und das hat natürlich jetzt auch viel Zeit gekostet und natürlich auch Geld am Ende des Tages. Hier sieht man die Nettomarge, die war in die letzten Jahre nicht so prickelnd. Mein 2018 war es noch richtig gut, aber durch dem, dass sie ja das Offline-Business jetzt wegbekommen, hin zum Online-Business, brauchen sie auch dort weniger Kapital quasi und dadurch steigen halt auch einfach die Nettomargen, muss man so festhalten. Und hier der Gewinn pro Aktie, wie gesagt, dieses Jahr 1,1 bis 1,25 US-Dollar wird prognostiziert und ja, ich glaube tatsächlich, dass nächstes und übernächstes Jahr richtig gut wird. Deswegen habe ich unter anderem dieses Unternehmen ja auch gekauft. Und schauen wir uns ganz kurz das KGV noch an, bevor wir uns den Chart anschauen und vor allem bevor ich sage, um welches Unternehmen es sich handelt. Also aktuell gehe ich von einem circa 17er, 18er KGV aus und sollen die Schätzungen der Analysten einigermaßen zutreffen für die nächsten Jahre, dann sind wir halt hier schon bei einem richtig schönen, angenehmen KGV von 10 und dann von unter 9 und gleichzeitig werden ja die Schulden noch abgebaut. Also grundsätzlich gefällt mir das sehr, sehr gut. Schauen wir uns noch ganz kurz den Aktienchart an und zwar habe ich es hier verkauft, muss ich sagen, echt richtig gut erwischt. Mehr Glück als Verstand, muss ich da ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich auch das Unternehmen nicht mehr auf der Watchliste gehabt und hier jetzt richtig schön eingestiegen. Wir sind hier im US-Dollar-Chart drinnen, wohlgemerkt bei 20 US-Dollar bzw. bei roundabout 18 Euro habe ich jetzt gekauft und hier sieht man der RSI,
war hier im überverkauften Bereich drinnen. Jetzt haben wir hier nochmal die Unterstützung getestet und theoretisch in den nächsten Wochen und Monaten erhoffe ich mir da schon auch ein bisschen was. Aber schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und wir sprechen hier von einem Unternehmen, was vielleicht jetzt viele gar nicht so geil finden, und zwar von Weight Watchers. Und ich habe hier jetzt einfach mal kurz ihre Mitgliedschaftsseite aufgemacht, damit man auch mal die Preise sieht. Und die finde ich persönlich teuer. Muss ich einfach so sagen. Aber grundsätzlich, Weight Watchers ist ja ein geiles Unternehmen. Die sind schon so lange auf dem Markt. Seit 1963 gibt es das Unternehmen. Und ja, hier, wenn man hier einfach mal kurz die Preise anschaut, Preis für 2 Monate, 45,90 Euro, einmalige Anmeldegebühren, 30 Euro. Du sparst heute, wenn du genau heute buchst, 75,85 Euro. Und am Ende des Tages, ja, zahlst halt 80 Euro für 6 Monate, und die haben auch eine App und alles, also grundsätzlich cool. Ich würde es persönlich nicht kaufen, weil ganz ehrlich, da gibt es Google, da bin ich halt schon ziemlich krass drauf. Aber viele Menschen nutzen das einfach, weil sie abnehmen mögen, und grundsätzlich finde ich das Produkt auch richtig cool. Also Weight Watchers ist eine starke Marke. Ja, mein Peloton ist da auf jeden Fall technologisch viel, viel weiter. Ja, muss man selber entscheiden, ob man das Unternehmen kaufen möchte. Schreib du mal gerne in die Kommentare rein, wie du diesen Kauf findest. Gern auch negatives und positives Feedback zu dem Video. Und wenn du Bock hast, unten sind natürlich wie immer Links drinnen für eine neue Depoteröffnung. Damit unterstützt du mich und meinen Kanal.